Das Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion war gut gefüllt am 23. März. Zahlreiche Fans waren erschienen, um die Herren in ihrem ersten Viertelfinale im Landespokal zu unterstützen. Die Losung der Partie hatte ihnen keinen einfachen Gegner zugeteilt. Zu meiner Seite Thorsten Renz als Vorstand vom GSC 09 und Jens Schweder als sportlicher Leiter. Ja, wir sind in der Halbzeitpause. Es steht 1:1. Wie ist es mit der Zufriedenheit, Thorsten? Also ich bin sehr zufrieden. Im Ende ist Torgelow Topfavorit, ist sozusagen in der Verbandsliga ganz, ganz oben mit dabei. Und wir haben eine schwierige Saison. Insofern gegen diesen Favoriten schlagen sich unsere Jungs einwandfrei. Super Spiel bisher gemacht, 1:1, kann so weitergehen. Und in der Liga zuvor 7:0 zurückgelegen, die Güstrower. Heute sieht es besser aus, oder? Was sagt der sportliche Leiter dazu? Ja, auf jeden Fall. Also wenn man vor zwei Wochen noch 7:0 verliert, dann ist das für die Moral natürlich ganz wichtig, dass man jetzt hier mit dem 1:1 in der Halbzeit geht, sogar in Führung gegangen ist, dass man auch diesen Glauben an sich hat, dass man dann doch schon gegenhalten kann und sich selber Erfolgserlebnisse schaffen kann. Und wie ist die Erwartung für die zweite Halbzeit? Sieg? Wäre jetzt gelogen, wenn ich jetzt sage, nö, will ich nicht. Nein, natürlich würden wir schon gewinnen wollen oder wollen wir gewinnen, aber das ist halt ein ganz, ganz langer Weg. Das ist ein schwieriger Weg, der wird wehtun, der wird jetzt nochmal mindestens 45 Minuten richtig doll wehtun. Und dann gucken wir nach, was in 90 Minuten ist und dann, ob es in die Verlängerung geht oder ob es nach 90 Minuten entschieden wird. Okay, und wie ist die Erwartung in der Liga? Wie soll es weitergehen für den GSC 09? Vielleicht noch erst einen Satz zur zweiten Halbzeit. Wir werden jetzt die nächsten 10, 15 Minuten erstmal gegenhalten, hinten dicht machen. Und ich glaube, dann, wenn wir einen erfolgreichen Konter laufen, bin ich sehr, sehr optimistisch für heute. Was die Liga betrifft, da müssen wir nach einem guten Start jetzt in der zweiten Halbserie zusehen, dass wir uns stabilisieren. Da bin ich auch sehr optimistisch und dann wird es auch mit dem Klassenerhalt und dann kriegen wir das Jahr gut über die Bühne. Das sieht der sportlich leider auch so, ja? Ja, da bin ich sehr optimistisch. Wie Thorsten schon gesagt hat, dass der Start in die Rückrunde war wirklich gut, war erfolgversprechend. Und natürlich müssen wir jetzt weiter Gas geben. Dadurch, dass Tuberan gestern gewonnen hat, wird das jetzt kein Selbstläufer werden. Aber ich bin optimistisch, dass der Trainer oder das Trainerteam und das Betreuerteam die Mannschaft schon auf Kurs bringen werden und die Mannschaft auch das will, was die Trainer umsetzen wollen. Ja, Thorsten, eins müssen wir den Bürgern ja sagen, die ganzen Zuschauer. Erste Mal, allein das ist schon Erfolg, dass wir im Viertelfinale sind. Da haben wir schon schön was erreicht für den Güstrower Fußball und heute verkaufen wir uns gut. Also ich glaube, das ist auch eine wichtige Botschaft. Genau. Und wir drücken die Daumen, wir sind dabei und wir hoffen, dass es heute klappt. Vielen Dank. Leider hat es am Ende nicht gereicht für die Güstrower Männer. Die Spielvereinigung Torgelow Ueckermünde war in der zweiten Halbzeit vor dem Tor zielstrebiger und legte noch 3 Tore nach. Das Ergebnis war deutlich, dennoch hat sich die Mannschaft über lange Strecken gut und diszipliniert gezeigt. Der GSC kann stolz darauf sein, so weit gekommen zu sein und kann jetzt wieder vollen Fokus auf die restlichen Ligaspiele legen.